Guten Tag. In der Werkstatt. Hallo? Hallo. Wir haben Sie angerufen, weil es geht um unsere blinden Jugendlichen, die wir ausbilden. Wir kämpfen momentan händeringend um die Aufträge. Und da möchte ich Sie mal ganz lieb fragen. Unsere blinden Mädchen lernen doch das Weben und die Jungs das Besen und Bürstenbinden. Ob einmalig ein blindes Mädchen oder Junge in Handarbeit für Sie eine kleine Arbeit mitherstellen darf, von dem, was Sie bei uns lernen. Also Sie sind hier bei Sieghardt. Sind Sie sicher, dass Sie bei mir anrufen wollten? Ja. Zum Beispiel. Ich verstehe den Sinn, auf den Sie hinaus wollen. Ich muss nur einen Moment überlegen. Solche Anrufe bekommt man ja nicht tagtäglich. Ja, das stimmt. Also die Mädchen lernen weben, ne? Die weben Frottee-Handtücher, Geschirrhandtücher, Bademäntel. Ja. Unsere Jungs stellen Besen her, Bürsten, flechten Körbe und Kokosfußmatten. Und ich möchte Sie ganz lieb fragen, ob einmalig ist, dass ein blindes Mädchen oder Junge eine kleine Arbeit für Sie mitherstellen darf, Also weil Sie nur nach. wir haben hier momentan das Problem, dass unsere Reinigungskräfte, sag ich, mit den zur Verfügung gestellten Reinigungsgeräten nicht zufrieden sind. Wir haben hier sehr viele glatte Flächen, der Boden ist hier gefliest, zum großen Teil außerhalb der Ausstellungsräume. Und da ist die Frage, was haben Sie denn da anzubieten? Die Jungs, die stellen Besen her. Das habe ich Für verstanden. ne? Und wenn Sie sagen, dass ein Junge vielleicht einen schönen Besen für Sie anfertigen darf, ist das eine Prüfungsarbeit. Ne? Ja. Er fertigt den an, wird geprüft und nach den Prüfungen bekommen Sie den auf Rechnung und haben damit geholfen, dass eins unserer blinden Jungen auf ihren Besen geprüft werden konnte. Es gibt aber auch ein Care-Set, ein komplettes. Da hat man dann eine Schaufel noch dazu, ein Handfeger und eine Kokosfußmatte für den Außenbereich. Verstehe ich Sie richtig, versuche das zu verstehen, dass Ihre Auszubildenden nur die Prüfung ablegen dürfen, wenn Privatpersonen Ein quasi bei Auftrag. Ihnen etwas in Auftrag geben? Im Allgemeinen, genau. Die dürfen im Allgemeinen nur nach Auftrag arbeiten. Dass die Prüfungen jetzt dazukommen, das ist so. Ja, und wir Mensch, nutzen das. das ist ja, ich finde das ja, wenn man bedenkt, in welchem Jahrtausend wir leben, ist das doch traurig, dass da Das ist quasi erst ein traurig. Auftrag notwendig ist. Wer ist denn Ja. verantwortlich für diese Zustände? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist das so, ne? Ja. Und deswegen kämpfen wir händeringend um die Aufträge. Das kann ich natürlich verstehen. Das ist ja eine existenzielle Angelegenheit. Richtig, Bin in meinem richtig. Leben auch schon mehrmals in der Situation gewesen, da es quasi ums nackte Überleben ging. Einfach, entweder man macht weiter oder man geht unter. Und ich könnte mir sehr gut Richtig. vorstellen, dass es bei Ihnen vergleichbare Situation ist. Gibt es denn Richtig. entsprechend, was ich kann? Wir haben hier eine sehr große Fläche hier. Ich kann im Prinzip nichts anfangen mit einem kleinen Handfeger oder dergleichen. Da wird unser Personal entsprechend große, breite Besen brauchen, damit wir vorankommen. Ja, also es gibt ja verschiedene Breiten, ne? Die gehen bis 1 Meter breit. Das wäre zum Beispiel eine gute Breite, denke ich. Ich müsste jetzt das Ja. Metermaß heranziehen, aber ich denke, je breiter ein Besen ist, umso weniger Rundgänge braucht man, bis die Räume Ja. gereinigt sind. Also möchten Sie für den Innen- oder Das Außenbereich? ist für die Innenbereiche. Für den Innenbereich, das ist der Rossabesen, dann Schweif des Pferdehaares. Das Ne? Material ist mir relativ gleichgültig. Wichtig ist nur, dass das Arbeitsergebnis nicht nur sauber, sondern rein ist, wie man so schön sagt. Ja, das ist es auch, weil es ist reinste Handarbeit auch, ne? Und die fegen sehr gut, ne? Und die sind auch sehr beständig, weil das reinste Handarbeit ist, Sind diese ne? Besen zäh wie Leder, weil die sind bei uns widrigen Umständen ausgesetzt? Wie bitte? Sind die Besen zäh wie Leder? Stabil? Die sind sehr stabil, genau. Und der Junge arbeitet auch ein Schraubgewinde mit ein, ne? Ja. Damit jeder beliebige Stiel auch reinpasst, ne? Sind Und Ihre das wäre. Stiele denn aus deutschem Eichenholz? Da würde ich persönlich großen Wert drauf legen. Da ist ein Schraubgewinde dran. Ne? Ein Das, Stiel ja. ist da nicht mit bei, weil der Stiel und der Speer gut läuft. Das würde zu teuer werden. Na, das wäre mir eher im Prinzip. Kann man diese Stiele extra bestellen bei Ihnen? Oder müssen wir die Die selber kann, organisieren? nee, die können Sie bestellen bei uns. Das ist Ne? ja. Bloß das läuft dann mit der Speer gut. Das wäre dann bei Versandkosten 18 Euro. Das ist unproblematisch. Das können wir als Arbeitsmaterial alles absetzen. Ach so, na gut, dann geht das auch. Ja, dann kann man den Stiel dazu nehmen. Da gehe ich davon aus, wenn wir sprechen jetzt die ganze Zeit von einem Einzelstück, welche Möglichkeit hätten wir denn, wenn es um eine etwas größere Menge ging? Sag, wir haben hier 900 Quadratmeter, da wird ein Besen nicht ausreichen. Nein, Sie können, also nach oben hinaus ist das egal, wie viel, ne? Bis zu den Sternen.
Richtig. Das ist eine sehr erbauliche Nachricht, die bekommt man leider Ja. nicht aller Tage. Also ich Nee, weiß, das stimmt. dass die Geschäftsführung in der Vergangenheit soziale Projekte immer sehr gerne unterstützt hat. Ich werde mir noch ein paar Informationen holen von Ja. Ihnen und dann werde ich das besprechen. Der Das ist Chef ist ganz heute lieb von bester Ihnen. Laune, da seine Verlobte hat seinem Heiratsantrag zugestimmt. Ich glaube, es ist Oh, heute ein das ist ja guter Tag. schön. Ich glaube, heute Das ist ist der heute ein beste guter Tag, den Tag. Sie kriegen können. Ja, also bei den Stielen, da ist Mindestabnahme 5 Stück. Das ist gut. Ne, das ist bei den Stielen. Dann werden wir die Ne, und die übrigen sind. Stiele an den Wachschutz ausgeben. Dann haben die geeignete Mittel, um sich zu verteidigen. Ja, Wie und lange so ein sind die B. Besenstiele? Wie lang sind die? Die sind circa 1,20 lang. Gibt es die auch etwas kleiner, weil einer unserer Putzkräfte ist zwergwüchsig? Ah, jetzt muss ich mal schauen. Was wollten Sie, Buche haben? Eiche, bitte. Deutsche Eiche. Eiche? Muss ich mal schauen. Nee, 1,20 nur. Aber sag ich mal, das Kürzen dürfte ja problemlos möglich sein. Das ist, ja, da, kürzen kann man immer. Nur das wieder dran montieren Nur, dürfte schwierig sein. ja, Aber ich gehe nicht nur davon länger aus, dass nicht. er noch wachsen wird. Aber Ja. lassen wir dieses Thema, das ist eine sehr empfindliche Angelegenheit. Ja, das stimmt, ne? Da kennen Sie Also, sich da ja würde. zur Genüge mit aus. Und das ist ja tatsächlich so, nur noch mal zum Verständnis. Die lernen quasi regulär 3 Jahre, nehme ich an, bei Ihnen im Betrieb. 2 Jahre. Gut, wie auch 2 Jahre, immer. Und die genau. dürfen tatsächlich nur ihre Abschlussprüfung IHK ablegen, wenn sie quasi einen Käufer für ihre Produkte finden. Sie dürfen allgemein nur nach Auftrag arbeiten. Und sobald, weil jetzt die Prüfungen anstehen, nehmen wir jeden Auftrag, der jetzt reinkommt, als Prüfungsarbeit. Sie dürfen allgemein nur nach Auftrag arbeiten. Das heißt, sie dürfen denen da quasi nicht, sag ich, Material zur Verfügung stellen, damit die lernen können. Nein, weil wir finanzieren uns selber. Wir müssen uns selber finanzieren. Und deswegen darf man nur nach Auftrag arbeiten. Das ist schrecklich. Ja, Wie das ist. konnte es nur zu solchen Sonst gehen Zuständen kommen? Ich bin jetzt ja schon etwas älter. Ich habe ja noch bessere Zeiten miterlebt. Da wäre das undenkbar gewesen. Ja, das wird immer schlimmer, wird das. Da wäre das undenkbar gewesen. Da hätte man gesagt, das sind junge Menschen, die möchten etwas leisten. Und dann wäre denen entsprechend das Material zur Verfügung gestellt worden, damit die Sache vorankommt. Ja. Das ist schrecklich. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt einmal kurz nach dem Einkaufsleiter informieren. Aber ich sehe Ja, gerade, die auf trinken jeden gerade Fall, noch ich ihren möchte. Tee. Und dann ist natürlich die Frage, können Sie diese Besenstiele gravieren? Moment, frage ich mal kurz nach. Können die Bitte Besenstiele darum. graviert werden? Nein, können nicht graviert Quasi schon werden. mit so einem Brandzeichen versehen. Nein, das können sie nicht. Gibt es die Möglichkeit, die in verschiedenen Farben zu bekommen? Wie bitte? Gibt es die Möglichkeit, die Besenstiele in verschiedenen Farben zu bekommen? Nein, die haben alle eine Farbe nur. Die sind dann Natureiche, nehme ich an. Genau, Darauf richtig. Das ist ging es nur mir nämlich. eine Farbe, genau. Die mit Farben und so arbeiten sie bei den Stielen und bei den Besen nicht so. Weil wir haben aufgrund der räumlichen Gestaltung hier leider einen hohen Verlust an Besen. Wir sind hier, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir sind hier das Deutsche Panzermuseum. Und wir haben ja quasi hier alles wie so ein Schlachtfeld aufgebaut. Und aufgrund der Holzoptik der Büsche und allem, da geht so ein Besenstiel leicht verloren und man findet den auch nicht wieder. Ach herrje, aber die Und sind doch das. am Besenstiel dran, am Besen. Ja, die Sachen werden ja getrennt, gelagert und transportiert. Das sind die hausinternen Vorschriften. Das Ach so, Einsatzgerät darf sehen quasi erst am Einsatzort zusammengebaut werden. Ansonsten Ach haftet die so. Versicherung nicht für den Fall, dass ein Besucher auf den Besen tritt und den Stiel ins Gesicht bekommt. Da haben wir leider schlechte Stimmt. Erfahrungen gemacht. Ach herrje. Eigentlich hatten wir mal aus Spaß gedacht, wenn Kunden kommen, also Besucher, dass sie einen Stahlhelm aufkriegen, dass sie sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Inzwischen ist es leider Pflicht geworden, aus persönlichen Schutzgründen. Ah, okay. Sonst, das ist aus Pferdehaaren, sagen Sie. Ja, wenn Sie jetzt so einen robusten haben möchten, ne, dann würde ich Ihnen den Arenga Elastonbesen empfehlen. Ne, weil Das klingt mit Pferdehaar ist ja. nach deutscher Hochtechnologie. Ja, weil Pferdehaar ist ja doch sehr feinfühlig, also sehr. Die kann man ja auch auswaschen, wenn sie schmutzig sind und so. Ne, die sind nicht. Die sind mehr so, ja, für die. Ich sage jetzt mal für die Küche. Na, es handelt sich bei uns ja nicht um eine Küche. Wir haben zwar auch Nee. eine Cafeteria,
wo sie dann Panzerkekse und Schokolade essen können, aber es handelt sich eben hauptsächlich um den Ausstellungsboden. Um die Halle, ne? Ja, Richtig. da würde ich Ihnen den Arenga Elastonbesen empfehlen. Ne, und da würde aber 1 Meter breit, ne, ist er dann, wäre eine Hilfe von 129,80 bei einem. Von der Länge her 129 Zentimeter. Nein, der ist 1 Meter breit, Ja, ne? und 1,29 Meter lang. Und 1,20 hoch mit Stiel. Mit Stiel. Ne? Das ist immer sehr Genau. wichtig, das Stielmaß zu wissen. Genau, 1,20, ne? Ja. Und das wäre eine Hilfe ohne Stiel jetzt, eine Unterstützung von 129,80 Euro. Für einen Besen. Für einen Besen, ne? Da kommen aber die Stiele noch dazu. Die kommen dazu. Genau. Da werde ich mir das hier einmal notieren. Ich werde den Zettel einmal kurz weiterreichen. Haben Sie 1 Minute Zeit, dann werde ich Sie weiter Na verbinden. klar. Hallo, Maulwurf. Hallo, schönen guten Tag, ja, von der Blinden- und körperlich Behindertenwerkstatt. Ich Ja. habe jetzt gerade schon mit Ihren Kollegen gesprochen. Es geht um die Hilfe für unsere blinden Jugendlichen, die wir ausbilden. Wie Wir kämpfen bitte? um die. Es geht um die Hilfe für unsere blinden Mädchen und Jungs, die wir ausbilden. Ja, Wir also kämpfen. wir haben ja im Prinzip, haben wir ja so einen Mengenrabatt. Sei, wenn Sie mit 10 Personen kommen, dann sind die restlichen von Eintritt befreit. Aber das hat der Kollege Ihnen ja sicher schon erzählt gehabt, ne? Nee, wir wollen Sie nicht besuchen kommen. Ach, ja, dann müssen wir das ja vorher buchen. Nee, Sie verstehen mich nicht. Ihr Kollege hat mich schon verstanden. Es geht um die Hilfe für unsere blinden Jugendlichen. Wir kämpfen um die Aufträge. Ich rufe vom Blinden- und körperlich Behindertenwerkstatt an. Ah Und ja, da haben wir wir eine kämpfen um. Weisung von ganz oben. Dann muss ich da, sag ich ja, die Aussage von eben peinlichst zurücknehmen. Dann steht Alles Ihnen ja gut. im Prinzip inklusive Betreuungspersonen der Eintritt natürlich frei und dann können Sie sich da hier seit den ganzen Tag aufhalten. Nur was wir aus, sag ich, aus steuerrechtlichen Gründen nicht machen dürfen, ist das Essen frei ausgeben. Da können wir leider nichts machen. Ja, ich wollte Sie fragen, ob da einmalig ist, dass für dieses Jahr eins unserer blinden Jungs oder Mädchen eine kleine Arbeit für Sie mit herstellen darf, zum Beispiel einen Besen. Ihr Kollege sagte, Sie brauchen Besen für die Halle fegen. Ja, soll ich Sie den Putzmann geben? Nee, ich muss mit jemandem reden, der dafür verantwortlich ist. Ja, dann werde ich. Einen Moment bitte. Hallo? Ja, schönen guten Tag von der Blinden- und körperlich Behindertenwerkstatt. Ja, Es hier geht um ist unsere wieder. blinden Jugendlichen, die wir ausbilden. Wir kämpfen händeringend um die Prüfungsaufträge, weil sie nur nach Auftrag arbeiten dürfen. Und ich wollte Sie mal ganz lieb fragen, ob einmalig ist, dass eins unserer blinden Jungs oder Mädchen in Handarbeit eine Arbeit mit herstellen darf. Zum Arbeit? Beispiel, unsere Jungs stellen Besen her für den Innen- und Außenbereich. Ja. Und ihr Kollege sagte, dass sie Besen benötigen. Ja, Und er wollte. das kaputt machen. Ich hab das kaputt machen. Das Besen. Bitte? Ich hab das Besen kaputt machen. Sind Sie von Ja, Management? Sind Sie Management? nein, ich rufe von der Blinden- und körperlich Behindertenwerkstatt an. Ja. Und Dann kann ich Sie, es ist ja nicht meine Aufgabe, aber kann ich Sie sagen, dann dürfen Sie kostenlos gucken kommen. Okay, ich Ja. wünsche Ihnen alles Gute, ja? Ja. Wann Danke. soll ich das, können Sie noch Rückrufnummer und Personenzahl mir bitte geben? Ja, das mache ich dann noch, ja? Ja, wann denn? Montag. Ja, wann wollen, weil wir haben Öffnung von 9:30 Uhr bis 12 Uhr und von 13:30 Uhr bis 18 Uhr. Okay, weiß ich Ja. Bescheid. Ja, Danke. schöne Wochenendung. Auch so, tschüss. Wiederhörung.